Hallo meine lieben Freunde zu meinem neuesten Projekt Lego Star Wars, die komplette Saga. Ja, richtig gelesen, richtig gehört, Lego Star Wars. Warum? Gut, ganz einfach zu erklären, Lego habe ich schon immer gemacht. Ich finde die Lego-Spiele, die derzeit auf dem Markt sind, also Batman, Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, Fluch der Karibik ja jetzt auch, finde ich super klasse, den Humor 1A. Ich habe lange nach diesem Spiel gesucht, habe es dann endlich bei einem Softwareanbieter in der Innenstadt finden können und dachte mir, ich let's play es sofort mal. Und was uns da erwartet, ja, wir wissen es ja, das sehen wir jetzt sofort. Wir legen direkt los. Starten tun wir in der Cafeteria von... Ach, wo ist denn das? Korriban? Tut mir leid, also was Star Wars den Film angeht, bin ich jetzt nicht so versiert. Also ich bin jetzt kein Star Wars Fan durch und durch. Ich mag die Filme, ich finde die Filme toll und ich mag halt auch diese Spiele. So, eine kleine Kostprobe werde ich euch mal geben. Also das Spiel ist von der Handlung her blind. Ich habe mal kurz reingespielt, um mich wieder an die Steuerung zu gewöhnen. Einen kleinen Vorgeschmack von dem Witz und ja, den Charme, den dieses Spiel ausmacht, werde ich euch gleich mal zeigen. Hier liegen ja überall diese Gläser hier auf dem Fußboden. Und die werden wir jetzt einfach mal... Nein, das war falsch. Ups. Ja, das geht natürlich auch. Man kann hier grundsätzlich schon mal fast die ganze Einrichtung zerlegen. So, richtig. Wir machen mit der Macht hier mal einen schönen Haufen. Dauert einen kleinen Moment. Das, was ich bei den Lego-Spielen halt so toll finde, dass die mit so unglaublich liebevoll kreiert worden sind. Das wunderschön parodiert immer alles. Das ist herrlich. So, jetzt haben wir uns alle auf den Haufen geschmissen und jetzt hüpft dieser Haufen. Was hüpft er denn da so rum? Ey, geh von unserem Haufen runter. Und natürlich, wir heben alles auf. Und schon haben wir eine Kegelbahn. Und, werden wir alle treffen? Und... Bam! Natürlich! Alle getroffen. Und ein blauer Chip. Also die silbernen bringen... Die silbernen Nuggets bringen 10. Die goldenen bringen 100. Die blauen bringen 1000. Und dann gibt es noch violette. Die bringen 10.000. Wie man sieht hier... Also man kann wirklich fast mit der kompletten Umgebung interagieren. Hier kann man wieder die Macht einsetzen. Hier habe ich gerade eben schon demonstriert. Einfach Bam! Ist der Stuhl weg. Ja, und da würde ich sagen, wir legen direkt los mit Staffel... was sage ich Staffel? Mit Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ja, genau. Ach so, das sind die verschiedenen Episoden, in die diese... Also, verschiedenen Staffeln, in die diese Episode eingeteilt ist. Hier werden wir kurz mal zusammenbauen, mal sehen, was rauskommt. Na? Was ist das? Ach! R2-D2. Wunderbar. Schön. Schön, schön, schön. Ich könnte jetzt hier natürlich auch die Leute angreifen, aber ich bin so ein netter Kerl. Ich lasse das jetzt einfach mal. Und jetzt legen wir wirklich richtig los. Kapitel 1, Verhandlungen. Und natürlich spielen wir die Story. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 1. Verhandlungen. Ja, das hat man jetzt schon. Die Republik ist in Aufruhr, seit die Schiffe der Handelsföderation alle Handelsrouten von und nach Naboo, einem kleinen Planeten, in den Mid-Rim-Territorien blockieren. Während sich die Lage weiter zuspitzt, schickt der oberste Kanzler heimlich die Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi nach Naboo, um den Konflikt beizulegen. Jetzt kommt, glaube ich, nichts mehr. Das finde ich sehr schön, dass das nicht so elendig lang ist wie in dem Film. Und mal schauen. Wie ist das Geld? Eieieiei. Ach, wie toll, wie das gemacht ist. Das finde ich so klasse. Ja, die Szene kennen wir alle. Schön getreu an den Film gehalten. Was noch erwähnenswert wäre, es gibt in diesem ganzen Spiel keinen Dialog. Das heißt, Synchronsprecher... Oh oh, Vorsicht!
So, und... genau das habe ich gemeint. So toll. So. Nähere dich freundlich gesonnenen Charakteren und übernimm die Steuerung mit K. Gut. Aber wir lassen uns mal nicht lumpen und sammeln hier erstmal schön alles ein. Ups, Entschuldigung. Also die Stühle kann ich mal ausnahmsweise nicht zerstören. So, was ist hier? Cool gemacht. Jeder liebt tanzende Charaktere. So. Hey, es ist halt immer schön wichtig, auch schön alles einzusammeln. Was haben wir hier? Bam, bam. Wie gesagt, man kann hier öfters mal einfach alles zerlegen, was einem vor die Füße kommt, beziehungsweise das Lichtschwert. So, wie war das jetzt? K. Na, dann machen wir das mal. Und schon sind wir Obi-Wan Kenobi. Jawohl. Ich spüre die Macht. Oh oh. Yeah! Und schnetzeln! Und jawolligen! Und das ist die erste Welle schon wieder kaputt. Haben wir hier noch... Ah, guck an. Diese Anzeige da oben, die ihr seht, die sich da so langsam aber sicher Gold füllt. Mit Gold füllt. Wenn wir die voll haben, sind wir ein wahrer Jedi. Das bezieht sich nämlich auf diese Stats, die wir hier einsammeln können. Und wenn wir halt eine entsprechende Anzahl gesammelt haben, dann sind wir ein wahrer Jedi. Das ist wichtig, um goldene Steine zu bekommen. Aber die werden wir dann später im Spiel sicherlich noch kennenlernen. Ich sag gleich dazu, es wird sicherlich kein 100% Run, weil für einen 100% Run müsste ich in sämtliche Level wieder reingehen, wie hier zum Beispiel. Sieht man ja schon, kann ich nur mit R2-D2 rein. Quatsch, nicht R2-D2. Ach, wie heißt denn der jetzt? Ach, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. C3PO. Da ich jetzt aber kein C3PO zur Verfügung habe, kann ich da noch nicht rein. Das heißt, ich müsste dann ein freies Spiel starten. Da kann ich mir dann die Charaktere, mit denen ich spielen möchte, aussuchen. Ach Mann, ich treffe immer... Na, dreht sich um. Da kann ich mir dann die Charaktere aussuchen und kann dann an Orte, die vorher nicht zugänglich waren. So, ich werde jetzt auch nicht alles hier einsammeln. Ich finde es nur toll, hier immer alles zu zerstören, alles zu zermetzeln. Bam, bam. Und guck mal, da hinten ist eine C3-Einheit. Muss jetzt nicht unbedingt halt C3PO sein, mit dem wir das dann machen. Es kann eine x-beliebige sein. Und schon latschen wir mit, ja, wer weiß, wer das ist. Also 3PO ist es nicht. Deswegen, ich laufe jetzt aber trotzdem nochmal mit hier hinter, nur um zu gucken, was da Schönes drin war. Also ich bin jemand, ich erforsche gerne. Ich finde wahnsinnig gern, war das schon hier? Ja. Wahnsinnig gern Dinge heraus. Und auch versteckte Sachen, wie hier sowas, zum Beispiel dieser versteckte Raum. Was heißt, na gut, versteckt war er ja nicht wirklich, aber auch hier sind wieder wertvolle Stats drin, die uns den Weg zu einem wahren Jedi natürlich erleichtern werden. Ah ja, und jetzt können wir hier stapeln. Erstmal hier schnell die Stats aufsammeln. Ich glaube, da sollten wir nicht reinkommen, das könnte potenziell tödlich sein. Noch höher. Ja, und wie soll ich denn da hochkommen? Kann ich da hochklettern? Hm. Ja, und jetzt? Ich möchte gerne dieses Ding da haben. Das ist nämlich ein verstecktes Teil. Es gibt den... Oh, habe ich es jetzt versaut? Ich kann mir das nicht vorstellen. Warum kann ich denn jetzt hier dran nichts machen? Das ist ja komisch. Hätte vielleicht doch nicht alle aufeinander stapeln sollen. Drei hätten gereicht und dann hätte ich rübergekommen. Hm, super, erster Fail schon. Ach, jetzt wieder runter. Genau, dankeschön. Na, wirst du wohl. Jawohl. Ach, da ist ein Kraftfeld noch dazwischen. Okay. Ich verstehe.
kann ich so nicht zerstören. Das ist ja komisch. Wie komme ich denn da rein? Ach, hier, guck mal. Ach, und dafür brauche ich dann sicherlich ein R2-D2, der da hoch wursteln kann. Wo ist denn jetzt mein Kumpel hin? Hallo? P.O.? Hallo? Wo ist er denn hingelatscht? So was aber auch. Wo ist er denn jetzt hin? Ne, da ist er nicht. Oder? Man kann leider die Kamera nicht drehen, sonst wäre das alles ein bisschen einfacher. Hm. Wo ist er denn hin? Gibt's doch gar nicht. Muss doch hier irgendwo sein. Hier ist er nicht. Hm. Höchst seltsam. Aber man sieht schon, wie schön das hier alles gestaltet ist. Es ist. So, jetzt bin ich wieder oben. Oh. Du Sackgesicht. Die lassen auch immer schön Herzchen fallen. Also es ist. Das gibt's doch nicht. Da muss doch hier irgendwo jetzt. Ach, da, guck. Ich war noch nicht fertig mit dir. Dankeschön. Ich will doch erstmal in die anderen Räume gucken. Ich will doch erstmal in die anderen Räume gucken. Ach, hier, genau. Hier sieht man schon, hier bräuchten wir R2-D2. Da kommen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Dann gehen wir halt hier rüber. Mal schauen, was uns hinter Tür Nummer 3 erwartet. Ich nehme lieber den Jedi, das ist mir sicherer. Ja. Ah, ein Herz können wir immer gut gebrauchen. Und noch mehr Stats. Ach, guckt an. Genau, das ist nämlich auch noch so eine Eigenart. Also, es ist nicht immer alles genauso, wie man es braucht. Man muss erst verschiedene Dinge finden und es zusammenbauen, damit das funktioniert. Wie wir hier ja schön eindrucksvoll jetzt gesehen haben, weil vorher kamen wir nämlich hier nicht lang. Gut, aber was sich jetzt hinter dieser ominösen Tür verbirgt, was wir herausfinden werden, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis später. Macht's gut!